Ove Schattauer, alias Cerebellum, die Stimme der Liebe, ehemals die Stimme des Zorns, unterwegs nach Weißrussland. An einem herrlichen, sonnigen Frühlingstag auf leeren Straßen, neu gebauten Autobahnen quer durch Polen. Gestern waren wir in Dresden, haben einen Zwischenstopp gemacht. Tja, wir fahren mit circa 50 Friedensfreunden aus 7 Ländern nach Weißrussland. Wer mehr darüber erfahren möchte, einfach auf meinem Instagram, Facebook, YouTube Account verweilen oder bei Telegram, Ove Schattauer. Dort gibt es natürlich die aktuellsten Informationen auch über diese Reise. Tja, ich habe viel Zeit, weil die Autobahn leer ist, weil wir viele Kilometer heute gemütlich fahren mit Tempomat. Mein Auto hat 518.000 Kilometer auf der Uhr, läuft der gute alte Benziner mit 7,7 Liter pro Kilometer, damit sich die Grünen auch freuen. Wenn jemand fragt, Ove, warum fährst du nach Russland all die Jahre? Ich glaube, ich bin 20 Mal gefahren seit dem Jahr 2015. 20 Reisen nach Russland. Große Reisen, also quer durch ganz Russland. Viermal war ich schon, jetzt mit dieser Reise wird es das vierte Mal sein, dass ich in Weißrussland war. Wenn auch immer nur relativ kurz, aber doch sehr intensiv. Und da fragen immer viele, warum machst du denn sowas? Tja, und dann kann ich nur wieder mit den Worten von Mark Twain antworten, Reisen tötet Vorurteile. Und auch jemand wie Johann Wolfgang Goethe hat gesagt, dass man sich nirgends so gut bilden kann wie auf Reisen. Denn wenn man die Bild liest, hört man nur Vorurteile gegenüber Russland. Und in diesem Fall geht es ja um Weißrussland und den Präsidenten Lukaschenko. Man hört nur Hetze und Häme und nur Schlechtes von der Bild. Und darum habe ich gesagt, ich möchte mir aber meine eigene Meinung bilden und schaue mir dann lieber diese Länder selbst an. Spreche mit den Menschen, schaue mich intensiv um, um mir dann meine eigene Meinung aufgrund meiner eigenen Erfahrungen vor Ort mit eigenen Augen, Ohren, alles wahrgenommen, die eigenen Sinne geschärft. Dann kann ich mir ein Urteil, das ist, was immer noch meine Meinung ist, bilden. Aber ich höre doch nicht auf eine Bild, die meine Meinung bildet, ein Narrativ aufsetzt und setze mich dann irgendwo in meine Stammkneipe oder rede irgendwo, egal wen ich treffe, und mache den Mainstream-Papageien, mein Lieblingswort im Moment bei Kommentaren, wenn Leute aus dem Mainstream antworten. Das merkst du ja sofort, weil es alles immer die gleichen Kommentare. Ich habe hunderte Kommentare bekommen auf zwei Videos Instagram, die über 2 Millionen Klicks hatten, Aufrufe hatten, von Helmut Schmidt, 550.000 und weit über 1,5 Millionen. Georg Fahle, Bundestag ausgerastet, sehr schön, fraktionslos, aber wunderbar, was er gesagt hat für Friedensverhandlungen. Und dann siehst du immer die gleichen hohlen Phrasen, nämlich Mainstream-Papageien, die das nachplappern, was die Tagesschau, was ZDF, Bild, FAZ und unsere ganze Deutschlandfunk-Mainstream-Einheitspresse von sich gegeben hat. Nur Beschimpfungen, Friedensschwurbler, Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher, Lukaschenko-Versteher mittlerweile. Immer nur Vorwürfe, ohne es mit Argumenten zu untermauern, von Leuten, die nie in Russland oder Weißrussland waren. Ja, und kaum antworte ich dann mit Argumenten, ist Ruhe im Salon. Maximal gibt es noch eine Beschimpfung, nochmal irgendwelche
hohlen Phrasen von Beschimpfungen, aber eigentlich meist kommt gar nichts mehr danach. Und mich freut, dass diese Kommentare von mir auf Instagram zahlreich geliked werden von Leuten, die sich das wahrscheinlich durchlesen. Das sind, glaube ich, 3000 Kommentare unter diesem 1,5 Millionen Video auf Instagram bei mir auf dem Kanal, Uwe Schattauer. Und da kriege ich dann meine 20, 30 Likes pro gutem Kommentar, lang, ausführlichem, argumentativen Kommentar von mir. Ja, das freut mich. Das freut mich. Und wie gesagt, ich würde doch auch nie, wenn ich in einem Haus wohnen würde, in einem Hochhaus, nur auf den Hausmeister des Hauses hören, der vielleicht über ein Nachbarhaus redet. Genau, wir sind in Europa, EU, westliche Werte, Block, und die reden über die Häuser, die ein Stück weiter entfernt sind und sagen, das sind alles böse Hausmeister, böse Diktatoren. Die wollen den Rasen nicht genauso hoch mähen, wie wir es nach unseren westlichen Werten sagen. Die wollen nicht genauso leben wie wir. Die wollen nicht eine Schablone der westlichen Werte, Coca-Cola, Hollywood, McDonald's, Burger King, Oberflächlichkeit werden. Ich erinnere an Albert Einstein, ich habe kürzlich ein Zitat von ihm entdeckt im Internet über seine Zeit in Amerika. Ja, im Exil lebte Einstein und er hat dort ein vernichtendes Zitat für dieses Land und die Leute abgegeben. Nirgends sei ihm so viel Kälte und Brutalität begegnet wie in den Vereinigten Staaten, sagte Herr Einstein. Ich kenne auch Leute, die schon da waren. Ich selbst war auch da. Habe Silvester, das Millennium Silvester in New York gefeiert. War eine wirklich beachtliche Party mit 7 Millionen Menschen. Und ja, war alles schön und gut. Aber leben, das habe ich von vielen schon gehört, leben möchte niemand dort. Mal hinfahren, mal reisen. Das tolle, große Land, was ja eigentlich den weißen Amerikanern gar nicht gehört. Sondern es ist ja eigentlich das Land der Indianer, der Ureinwohner, die ja ausgerottet wurden. Und ja, alles andere ist eine von da an Unkultur, nicht nur Unkultur, aber größtenteils kalte Plastik-Traum-Unkultur, hat mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Hollywood sowieso nicht, Traumfabrik eben, mit der Realität hat es nichts zu tun. Ja, da ist nichts, da ist keine Substanz, keine kulturelle Tiefe wie im alten Europa oder in alten Kulturen wie der chinesischen Ägypten, egal wo man schaut, selbst bei den Azteken etc. Das waren tief verwurzelte Kulturen, wie auch die russische. Und ja, dann kommt dieses Haus, dieser Block, wie gesagt, der westliche Werteblock und meckert jeden Tag, statt sich um, wie sagt man immer, statt vor der eigenen Haustür zu kehren und die Probleme hier in dem Land wirklich anzugehen und damit nicht sinnfreie Probleme zu erfinden, wie das Gendern und das, weiß ich nicht was, wie viele Geschlechter jetzt auf einmal existieren, was nichts an der Lebenswirklichkeit ändert. Ja, Scheindebatten, so nennt man es. Und dann redet dieser Block, der westliche Werteblock, Häuserblock, meckert über all die anderen Häuser, die weit weg sind. Und jetzt ist das, was ich dann den Leuten und den Zuschauern jetzt hier nur empfehlen kann. Dann wird eben dort geschimpft, gemeckert, ohne dass aber einer mal seinen Block, den westlichen Werteblock, verlässt und sich mal China, Iran oder Russland oder Weißrussland oder Korea, Nordkorea anschaut. Hingehen. Meine Oma sagte immer, wenn man schlecht über Leute redet im Dorf, dann geht man dahin, klingelt und sagt, hallo, kann ich mich mal mit ihnen unterhalten? Man hört so komische Dinge von ihnen, was ist denn da dran? Dann redet man, kommuniziert man, lernt man die Leute, Land und Leute kennen. Und das wird ja gar nicht gefordert. Warum hört man nicht regelmäßig den Aufruf in unserer Hetzpresse, dass man sich doch bitte mal auf den Weg machen soll? Fahren Sie doch mal dahin. Lernen Sie doch mal die Gastfreundlichkeit all dieser Länder kennen. Die ganz normalen Menschen, die sich nicht unterscheiden von uns, die auch alle ihre Träume und Wünsche und Sehnsüchte haben und auch alle glücklich mit Familie und im Frieden leben wollen. Das wird völlig negiert. Stattdessen wird nur gemeckert und
geschimpft und auf den Schmutz anderer hingewiesen. Ist das nicht Niedertracht und widerlich? Stell dir vor, du hast einen Kollegen hier jetzt im Auto, der immer nur über die anderen meckert. Kennt ihr diese Lästerleute? Nur über andere lästern, sich lustig machen und auch noch mit so einer Arroganz. Wir sind die Größten, wir wissen, wie es lang geht. Warum macht der das nicht so wie wir? Das ist übrigens die westliche Wertegemeinschaft, ist für mich eine Weiterführung oder sagen wir mal die Spitze, die aktuelle Spitze der Kolonialisierungsmentalität, dieser Hochmut, dieser koloniale Hochmut und diese Arroganz gegenüber allen anderen Ländern, Lebensarten, Lebensweisen, gegenüber der Vielfalt. Ist es nicht furchtbar? Sie predigen ein gemeinsames, universales, westliche Werte, alle sind zusammen, die Menschen predigen das, aber sind eigentlich gegen die kulturelle und nationale Vielfalt der einzelnen Länder und Staaten. Ja, ist es nicht gerade das Schöne, dass die Vögel, wurden mir letztens angezeigt, kunterbunte Vögel hier irgendwo auf irgendeinem Kanal, wunderschönes, buntes, bunte Vögel, die Vielfalt. Wir waren im Zoologischen Museum in Bonn, da war die Vielfalt zu sehen, die die Natur hat. Alles ist anders und unterschiedlich. Und ist es nicht gerade das, was die Welt und die Menschen auch ausmacht, diese wunderbare Unterschiedlichkeit, auch in ihrer Art zu leben, in ihren Traditionen, in ihren Arten zu denken? Ist es nicht grausam, sich vorzustellen, wir leben in einer Einheitsbrei-Welt, wo alle Coca-Cola trinken, Hollywood-Filme gucken, Burger King fressen, alle das Gleiche denken und machen? Das ist ja Faschismus für mich. Das ist ja Gedankenfaschismus. Das ist ja alle eingenordet auf ein und dasselbe. Sehen zwar unterschiedlich aus auf dem ersten Blick, aber sind total identisch und gleich. Oh Gott, was ist das für eine Welt? In der DDR bin ich auf die Straße gegangen, um dieses graue, real existierende sozialistische Bild nie wieder zu haben, dass alle gleich gemacht wurden. Aber arbeitet hier nicht die westliche Wertegemeinschaft darauf hin, indem es Europa zu einer EU macht, die wunderbare Vielfalt allein innerhalb von Europa, die unterschiedlichen Länder, Sprachen, Kulturen gleich macht? Tja, darum hinfahren, kennenlernen und sich gerade daran erfreuen, dass es anders ist. Ich freue mich jetzt schon auch auf typisch weißrussisches Essen, typische Suppen und Gerichte aus Weißrussland und will da nicht mein Schnitzel, wie viele westliche Werte, Entschuldigung, dass ich es so nenne, Idioten, ja, die überall das Gleiche wollen. Wo ist meine Coca-Cola, wenn sie irgendwo in Afrika sind? Lieber Gott. Ja, also von daher, das ist der Grund, das wollte ich euch sagen, warum wir einmal mehr nach Weißrussland fahren. Natürlich gibt es auch einen ganz genauen Grund, davon werdet ihr erfahren. Es gibt einen Anlass, zu dem wir fahren. Alles friedliche, wunderbare Leute. Ja, das ist eigentlich schon heute meine Viertelstunde gewesen. Hoffentlich kommen wir gut über die Grenze, drückt die Daumen. Das kann Stunden dauern, gerade in diesen anstrengenden Zeiten. Ich freue mich drauf, meine Frau auch. Wir haben scheinbar auch einigermaßen Glück mit dem Frühlingswetter. Es liegt kein Schnee mehr in Minsk, auch in Brest nicht. Und kann sein, dass es ein bisschen regnerisch wird. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch zu Weißrussland, dann stellt die bitte in den Kommentaren. Ich versuche das dann auch vielleicht im nächsten Video oder in den nächsten Videos zu beantworten. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Frühlingstag im März. Die Sonne blendet. Drüber.